Hallo, ich begrüße euch zu meinem vierten Wintertest, wo ich einen Test gemacht habe mit Fahrmodus Eco und Normal, jeweils mit 100 Stundenkilometer. Dies ist jetzt der letzte Test von dieser Testreihe in diesem Monat. Nächste Woche mache ich dann einen Vergleich von all diesen vier Tests zusammengefasst. Ich möchte die Strecke nur ganz kurz vorstellen. Wenn ihr das im Detail möchtet, könnt ihr auch die anderen Videos noch mal kurz anschauen. Also die Strecke ist von Lana nach Bozen in Südtirol, wobei hauptsächlich 85% die Schnellstraße benutzt wird, wo ich dann die 100 Stundenkilometer im Tempomat einstellen kann. Der Test wurde im Februar gemacht. Die Temperaturen waren zwischen 0 und 3 Grad, die Strecke dann 54 Kilometer ganz genau, nicht die 60, und Schnellstraße 85%. In der Früh hatte ich das Auto normalerweise vorklimatisiert, aber im Fahrmodus normal diesmal nicht. Das möchte ich hier betonen. Im Auto wurden ansonsten alle Einstellungen auf Standard gelassen, das heißt 22 Grad aufheizen, noch eine Person im Auto, Dachkoffer war im Auto montiert und die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 100 Stundenkilometer über GPS bzw. über Carscan eingestellt. Das heißt, im Anzeige im Auto war es dann etwa 5 Stundenkilometer höher. Die Fahrt war jeweils startete gegen 7.30 Uhr und Rückfahrt 18 Uhr. Das ist meine tägliche Fahrt zur Arbeit. Eventuell könnt ihr kurz auch die Fahrt nochmal anschauen. Mit Hinfahrt und Rückfahrt, die Fahrt ist kurz zusammengefasst in 3 Minuten. Das Video verlinke ich euch hier. Oder seht ihr auch in der Beschreibung. Ausgelesen, die Daten habe ich mit Carscanner, Maps and More, VConnect, VConnect ID und Fahrdaten des Autos. Kommen wir nun kurz zu den Ergebnissen. Verbrauchsprozentpunkte. Ein Wetterroutenplaner mit 100 Stundenkilometer sagt mir voraus, ich verbrauche dann ca. 28% der Batterie. Herausgekommen ist dann mit dem Carscanner App bei jeweils 29, fast 30, also ein bisschen mehr sogar. Wobei, das hat mich erstaunt, beim Eco-Modus in etwa dasselbe. Der Durchschnittsverbrauch bis zur Schnellstraße, das heißt die ersten Kilometer, wo ich das Auto dann aufheizen muss, ist doch beim Normal um einiges höher. Ich muss auch hier erwähnen, das Auto war da nicht vorbeheizt. Beim Eco schon. Das heißt also, die ersten paar Kilometer Verbrauch war recht hoch bei den 526 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Bei Eco dann nur auf 15. Hier sieht man Gesamtverbrauch der Prozentpunkte mit Carscanner und VConnect ID, wobei VConnect ID ein wenig höhere Werte hier vorweist. Vergleich Durchschnittsverbrauch. Also Verbrauch auf der Schnellstraße ganz links sieht man, da waren etwa mit 100 Stundenkilometer ca. 18,5 Kilowattstunden und mit Eco-Modus 16,75. Ähnliche Werte im Gesamten habe ich dann mit Maps and More auch ausgelesen. Bis zur Schnellstraße, wie wir vorhin gesehen haben, waren die Werte vom mit dem Normalmodus viel höher, da das Auto aufgeheizt werden musste. Verbrauchsanzeige Kilowatt der Batterie, das heißt 10 Kilowatt hat das Auto bei 100 Stundenkilometer mit Normalverbrauch und etwa 8,8 Kilowatt mit Eco-Modus. Das im Maps and More ausgelesen. Beim Carscan ausgelesen waren ähnliche Werte. Und das, warum das jetzt so ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber da kam jetzt auch raus, dass etwa knapp unter den 10 beide waren. Das eine knapp 9,5 und das andere 9,6. Die Temperaturunterschiede. Also Außentemperatur war etwa dasselbe, 3 bis 4 Grad plus.
In den Raumtemperatur habe ich stark aufgeheizt mit normal. In Eco wurde vorgetemperiert und da kühlte das Auto kaum ab. Das ist ein guter Effekt. Einzig der Fußraum kühlt relativ stark ab, mit minus 10 Grad Temperatur hat er runtergekühlt. Sozusagen, wenn ich mit 20 minus, plus 20 gestartet bin, dann, wo ich angekommen bin, dann war nur mal 12, 11, 12, 13 Grad rein im Auto, im Fußraum. Beim Aufheizen im Fußraum, ich musste zweimal es aufheizen, Hinfahrt und Rückfahrt, da nicht vorklimatisiert war mit Normalmodus. Das heißt, zweimal ging es dann etwa von 10 Grad auf 20 Grad rauf. Deswegen 20 Grad Differenz. Die Kosten pro Fahrt zur Arbeit auf 100 Kilometer gerechnet, die sind gar nicht mal so unterschiedlich. Man meint es hier bei der Grafik, aber das sind nur 10 Cent in etwa unterschiedlich. Der Grund ist vor allem, da man 100 Stundenkilometer fährt, da macht einfach der E-Motor, der Verbrauch vom E-Motor so großen Wert aus. Restreichweitenverlust hatte ich bei normal ein wenig mehr. Es ist immer über die 57 Kilometer. Durchschnittsgeschwindigkeit, und das ist hier das ganz komische, Durchschnittsgeschwindigkeit hatte ich bei Eco doch um einiges mehr, da war ich 71 Stundenkilometer im Durchschnitt und beim Normal nur 62. Deswegen, das ist der einzige Kritikpunkt, wo ich sagen muss, der Test wird sicher im Sommer oder auch im nächsten Winter dann nochmal genau wiederholt, da ich bei Normal leider recht viel Verkehr hatte und da nicht die 100 Kilometer Stundenkilometer durchfahren konnte und auch bei den Ein- und Ausfahrten war ich im Stau. Deswegen ist es nicht so ganz repräsentativ und die Verbrauch Daten sozusagen von Eco sind doch einiges höher, da ich schneller gefahren bin. Deswegen, naja, auf alle Fälle, ich kam dann auch am schnellsten ans Ziel mit Eco auf 100 Stundenkilometer mit 45 Minuten, in dreiviertel Stunde. Also 7 Minuten langsamer war ich dann mit Normalmodus unterwegs, obwohl ich eigentlich versucht hatte, die gleiche Geschwindigkeit zu fahren, aber leider war recht viel Verkehr. Jetzt lese ich die Verbrauchsdaten aus von VConnect, welche ich über die Webseite exportieren kann. Also der Verbrauch im Normalmodus elektrisch, rein elektrisch, war 18,8 Kilowattstunden, relativ hoch, und bei Eco-Modus 16,10. Was recht interessant ist, relativ bei der MEBO, bei der Schnellstraße, waren die Verbraucher etwa dieselben, wenn ich mit 100 Stundenkilometer gefahren bin. Das Auto war schon aufgeheizt, beziehungsweise musste nicht mehr groß aufgeheizt werden und deswegen war durch die Geschwindigkeit dasselbe. Nur bei den Ein- und Ausfahrten hatte ich dann mehr Verkehr und deswegen war ich auch viel, viel länger unterwegs bei den 100, bei normal 100. Die Nebenverbräuche sieht man hier, die schlagen dazu und deswegen 4,3 hatte ich die Nebenverbräuche recht hoch bei normal, weil ich das Auto aufheizen musste. Beim Eco relativ gering. Rekuperation ähnlich. Hier dargestellt die Tabelle. Falls ihr das kurz anschauen möchtet, könnt ihr auch stoppen das Video. Deswegen, hier, wie auch bei den anderen Tests, hab ich alles in der Tabelle soweit eingetragen. Wie gesagt, der Test wird noch sicherlich noch mal im Sommer wiederholt, wo ich dann exaktere Daten liefern kann, auch ohne Dachkoffer und auch im nächsten Winter nochmals. Also kommen wir nun zum Fazit. Verbrauch der Heizung liegt klarerweise wie immer zwischen 1,5 und 2 Kilowattstunden. Beim Start klarerweise etwas mehr, zwischen 3 und 5 oder auch 6. Berechnung am Wetterroutenplaner und Ergebnisse der Carscanner stimmen recht gut überein. Also Meko 1,5 Prozentpunkte und beim Normal 2 Prozentpunkte. Die Kosten in diesem Fall waren ganz geringe Kostenunterschiede, das heißt nur 10 Cent. Das heißt im Jahr eigentlich dann nur 13 Euro mehr Kosten, wenn ich mit normal fahren würde. Ich traue dem nicht ganz so ganz, da ich die Durchschnittsgeschwindigkeit beim 100 Stundenkilometer nicht so hoch hatte. Aber das werde ich wiederholen. Das ist sicherlich ein Kritikpunkt.
Verbrauch Tempo 100 ist laut CarScanner nur um 0,5 Prozentpunkte höher. Grund ist die Vorklimatisierung, klarerweise. Und das Tempo relativ hoch, da fallen die Energiekosten praktisch für E-Motor an. Im Test war ich mit Eco sogar um 7 Minuten schneller am Ziel. Das war das schnellste Fach dann. Beide ca. 100 Stundenkilometer auf der Schnellstraße, aber rechts mehr Verkehr. Es gibt große Unterschiede zwischen CarScanner-Daten und WeConnect. Das muss ich mal genau analysieren, beziehungsweise bei den anderen Tests hatte ich die großen Unterschiede nicht. Vielleicht bei höheren Geschwindigkeiten kommen die raus. 10% Unterschiede der Ergebnisse. Okay, das war der Test. Und jetzt ist die Testreihe also weit abgeschlossen, die Wintertestreihe. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal einen Daumen hoch geben würdet und den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Nächste Woche mache ich noch eine Zusammenfassung all dieser Tests und dann sollte eigentlich der Winter soweit abgeschlossen sein. Und im Mai starten wir neu mit neuen Tests vom Frühjahr und Sommer. Also, ciao, euer Elektroauto-Kanal. Okay, das war's. Mit den folgenden Bildern von Südtirol möchte ich mich von euch heute verabschieden. Werde nun wöchentlich aktuelle Infos zum Thema E-App auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Meldet euch einfach, falls ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche, dann werde ich diese versuchen auszuarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video von heute soweit gefallen. Für jedes Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, denn es folgen ja noch weitere interessante Videos. Grüße, ciao, euer Elektroauto-Kanal.